Korn mit drauf. Jawohl. Mal schauen, ob schon jemand drauf ist. Er heißt ja live. Lars, schau mal mit her. Das heißt jetzt live. Wir sind drauf. Wir sind drauf? Jawohl. Das ist schon mal was. Ja, so schaut Nürnberg aus. Schaut mal her. Alles Menschen. Kann ich ein bisschen mit Ihnen machen? Na klar, sehr gerne. Ja, Lars, bist du so gut? Nimmst du mal die Hand, würdest du mal filmen? Aber natürlich. Wie rum hast du es denn? So rum. Da, wenn, so ah, andersrum. Drauf, ja. Aber auf jeden Fall. Danke. Oh, jetzt will er wieder drehen. Ja, wie ihr seht, ist einiges los. Yvonne, hallo. Grüß dich, hallo. Ne? Dass Sie mit mir zusammen. Herzlichen gerne. Dank. Lars, würdest du mich ein bisschen unterstützen beim Filmen? Aber natürlich. Das wäre super. Ne? Ja. Hat sich das hier schon mal gerechnet, wenn ich jawohl. Komme, oder? Ja, jawohl. Dann schauen wir mal. Danke. Gerne. Hallo, grüß Sie. Hallo. Hallo. Ja. Schaut euch das mal an, wie das hier ausschaut. Also alles Menschen, die absolut nicht mit rechter Gesinnung zu tun haben, sondern die einfach sagen wollen, das sind unsere Grundrechte. Und ich habe 35 Jahre. Und das ist mir wichtig, nicht, dass wieder im Fernsehen dargestellt wird, hier wäre rechte Gesinnung. Ja, genau. Hier ist keine rechte Gesinnung. Wir sind Leute, die ihre Grundrechte haben wollen, genau. Ihre Freiheitsrechte. Und nicht, dass die Tagesschau, oder wie hat er gesagt, ihr Wirrköpfe, ihr Dummköpfe, wenn ihr glaubt, ihr könnt wieder an Eisen zurückfallen, das sind keine dummen Leute, die hier sind. Die Leute stehen auf, die Zeit der Indoktrination und dieser Beeinflussung, das geht hier, jetzt ist ein für alle Mal vorbei. Schaut euch das mal an. Das ist doch verwundernswert. Menschen, die aufstehen. Minimum 3. Ja, wunderbar. Toll. Und schau dir mal, Lars, schau mal hier, wer da ist. Ne? Zeig dir ja, genau. Lassen. Ah, da haben wir doch das passende Schild. Genau. Hundertprozentig. Große Klasse. Also, wir bleiben drauf. Ja, was bewegt dich dazu? Leider muss man ja. In der Diktatur erlebt. Ich bin froh, dass ich hier damals bei der Vordergrenze also hier rüber bin. Und jetzt soll ich wieder da zurück. Nie im Leben, nur um meine Leiche. Das geht überhaupt nicht. Null. Null. Ich habe es hinter mir und ich wundere mich, weil ich verstehe es auf eine Art, die das nie erlebt haben. Die nach 45 will ich so ein schönes Leben hier hatten. Die haben das nie erlebt. Deswegen sage ich, Leute, steht auf, kommt her, anders geht's, friedfertig, aber kommt her. Wir müssen das unbedingt gewinnen, das Ding, sonst ist alles zu spät. Wir gewinnen das Ding, macht da keine Sorgen, das machen wir, das werden wir Sorge tragen. Super, danke Lars. Ja. Deine toll, ganz toll, das zu erleben. Alles Gute. Danke. Ne? Ja, gerne. Ne? Danke. Ich habe zu danken. Danke. Ja doch, das ist der bayerische Verband. Am 27. März schon entschieden, dass die Armee da. Ja, toll, die Menschen. Wir fordern unsere Grundrechte zurück. Genau der Punkt, ja. Ja, die Menschen lassen sich nicht mehr für dumm verkaufen. Voller Erfolg, dieser Spaziergang. Hallo, sehr gut. So schaut's aus, ne? Ja, wer bin ich, ja? Hallo. Ja, nee, hallo, grüßt euch. Hallo, danke. Nee, das ist, danke, aber ihr seht, das ist genau der Punkt, den wir wollen. Nicht irgendwo rechten Scheiß, das will keiner. Was wir haben wollen, ist, dass unsere Meinung gesagt werden darf, unsere Grundrechte und nicht, dass die durch die Hintertür, dass die uns genommen werden. Ne? Also, danke euch, ne? Danke.
Bleibt gesund, ne? Wir müssen auch schuldig zuhören. Wir sind ja der Mann mittleren Alters, ne? Einen neuen Starter. Hallo. Ja, na hallo. Ja, hallo. Hallo. Grüßt euch, hallo. Na, ne, das bin ich nicht, ihr seid. Ne? Denn ohne euch können wir das gar nicht machen. Und schaut euch den Erfolg an. Klasse. Ne? Ja, schön. Also wir sind nicht ganz unbekannt. Und das haben wir allen anderen zu verdanken, so wie wir zusammenarbeiten. Sehr schön. Alles geordnet. Ja, schönes Gefühl, ne? Toll. Lorenzkirche in Nürnberg. Und man muss bis jetzt sagen, die Ordnungshüter, absolut top. Hören sich das an, stehen dazu. Also nicht, wie man es aus anderen Szenen sieht, dass sie meinen, sie müssten dazwischen gehen, Leute rausziehen. Also das ist ja, das schon etwas. Schon mit dem Bus vor, anstatt dass sie nach hinten gehen und sagen, wir machen weiter, ne? Ja, ja. Ja, ja, das ist, aber ist doch toll, wie viele Menschen sich begeistern. Und es ist trotzdem, es ist so, dass die, dass es soll endlich aufmerksam gemacht werden, dass mit der Bevölkerung, mit dem Volk nicht alles gemacht werden kann. Das ist richtig. Ohne Wenn und Aber. Ne? Vor allem nicht jetzt, anscheinend ist es ja für die Radiosender das Wichtigste gewesen, dass man über Zucker im Kindergetränk am Donnerstag abstimmen und sowas schiebt man in die Ecke. Also genau, das ist, ja, ja. Das ist, ja, ja. Ja, liebe Freunde, ihr seht, das hat also nichts mit rechter Gesinnung zu tun. Das sind Menschen wie du und ich. Da können durchaus Menschen dabei sein, die sind linksliberal. Es gibt welche, die sind liberal-konservativ. Das spielt überhaupt keine Rolle. Jeder will für sich die Freiheitsrechte. Wir leben alle in dem Land. Wir sitzen alle in dem Boot. Und wir haben alle das gleiche Recht, hier etwas mitzubestimmen. Und nicht, dass über uns entschieden wird. Ne? Ganz toll. Und ein Lob nochmal an Lob an die Ordnungshüter, die sich sehr zurückhalten, sich das anhören. Das hört sich alles ganz gut an. Hallo, grüß Sie. Jawohl. Ich hoffe im positiven Sinne. Ja, danke, ja. Danke, ja. Nee, wir geben uns Mühe. Aber das ist das Ergebnis davon. Das ist das Ergebnis davon, dass die Leute sagen, ich sage immer noch mal, wiederhole mich, ob ich jetzt linksliberal oder liberal-konservativ, spielt keine Rolle. Wir sitzen alle in dem Boot und wir wollen alle unsere Freiheitsrechte haben. So ist es, absolut. Ja, ja. Absolut. Und die lassen wir uns nicht nehmen. Ja, egal, ob ich jetzt Hartz-IV-Empfänger bin, ob ich 90 Jahre alt bin, ob ich sonst woher komme und mich integriert habe, spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Nee, super. Danke, alles Gute. Ne? Toll. Hallo. Imposante Kulisse. Richtig schön zu erleben. Das müsst ihr eigentlich mal hören, die Kirchenglocken läuten.
Toll. Machen wir den Stuttgart. Ja. Also nächste Woche sind wir nach Stuttgart, oder? Lasst euch nicht täuschen. Wenn ihr mit den angeblichen Corona-Welten 2 bis 4 weitere eure Grundrechte beraubt werden sollt. Genauso schaut's aus. Hallo, grüße Sie. Hallo. Hallo. Grüßt euch. Hallo. Danke. Bleibt gesund. Ne? Hallo, grüß Sie. Das ist richtig, das Grundgesetz. Ne? Ich habe mit der Vera Lengsfeld telefoniert. Okay. Hallo. Die hat gesagt, wenn wir mit dem Grundgesetz auf die Straße gehen und wir werden verhaftet, dann hat uns die DDR überholt. So schaut es nämlich aus. Ne? Hallo, grüßt euch. Darf ich kurz? Ne? Okay, grüßt euch. Hallo. Schön. Hallo. Ja, aus Schwarzenburg. Ah ja, sehr schön. Hallo. Ne? Ja. Toll, was Sie machen. Super. Ja, am Anfang hast du auf die Nase gekriegt, aber das ist kein Problem für mich. Und jetzt ist einfach so, die Leute merken, dass wir eine riesen Bandbreite an Spektrum haben und wir nicht irgendwelche Ecken geschoben werden wollen und wir nichts mit radikalen Leuten am Hut haben. Und was ich die Chance, die wir hier haben, dass sich Linksliberale und Liberalkonservative endlich mal verbünden und sagen, wir sind das Volk. Und das geht nämlich einzeln und allein wirklich darum, dass sie sagen, es werden dir immer mehr Rechte entzogen. Und ich habe keine Lust, dass ich irgendwo sage, da sitzt so eine Kaste von Politikern, da sitzt eine Kaste von Wirtschaftsbossen, geleitet von Medien, die linientreu sind und das Volk hat ansonsten nichts mehr zu sagen. Ich habe immer gedacht, das wäre übertrieben, aber das, was wir jetzt erleben, ist das beste Beispiel dafür. Absolut. Das ist noch nicht das Ende von der Fahnenstange. Das ist nicht das Ende von der Fahnenstange, ja. Ist aber schön. Geht's euch gut? Ja, uns geht's gut. Aber ist doch klasse. Schaut doch mal, wer hier mitmacht. Und hier, ich muss noch mal rum. 15.000 in Stuttgart. Ja, Hammer. Ja, jetzt wartet mal ab. Morgen Abend sind wir live. Morgen Abend platzt die Bombe mit dem Gesundheitsministerium und mit dem RKI. Und wenn ich sage Bombe, dann ist eine richtige Bombe. Also morgen um 18 Uhr bin ich live drauf. Hallo Meinung, bin ich live drauf. Was morgen Abend gesagt wird, bringt die Leute richtig in Wallung. Aber hundertprozentig. Was morgen Abend, hallo? Ich wollte Ihnen bloß sagen, machen Sie weiter so und ich kaufe jeden Video sehr gern an mit meiner Frau. Das ist sehr nett von Ihnen, danke. Ja. Aber ich muss nochmal sagen, wir sind's. Ich bin's nie alleine, aber Sie machen sondern was. Ich mache da. Aber ich bin kein Narzisst und keine Selbstdarsteller. Nein. Ihr könnt es leichter haben. Ja. Und nochmal, was Sie hier in der Hand haben, darf ich kurz zeigen? Ja. Ich habe gerade zu der Dame gesagt, ich habe mit der Vera Lengsfeld gestern telefoniert. Die sagt, wenn wir mit dem Grundgesetz auf die Straße gehen und wir werden verhaftet, dann hat uns die DDR überholt. Ganz ehrlich. Und das sind Dinge, da ist jetzt Schluss. Und ich habe zu allen gesagt, jetzt ist mal die große Chance, dass sich Linksliberale und liberale Konservative endlich mal zeigen und sagen so, wir sitzen in einem Boot hier. Und es ist völlig uninteressant, ob ich jetzt Sozialist bin, ob ich liberal-konservativ, wir sitzen in einem Boot. Und das ist der große Aufruf, dass wir sagen, wir lassen uns nicht mehr trennen. Absolut. Kommt nie in Frage. Bitte? Absolut. Und wie heißt das so schön? Die Großen hören erst auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Und wenn ich so rumschaue hier, dann muss man eines sagen, die Leute wollen nicht mehr kriechen. Es ist Schluss. Absolut. Mal sagen, wir bestimmen das, wir bringen den Kessel zum Kochen und dann sind die da oben. Mal ganz ehrlich, und denen macht sich doch in 5 Jahren keiner mehr Gedanken für den Scheiß, den sie angerichtet haben. Wenn Sie oder ich Scheiß machen, dann verliere meine Firma, da habe ich kein Geld, Sie verlieren Ihren Arbeitsplatz, dann schauen Sie mal zu, wie Sie zurechtkommen. Da ist doch überhaupt nie angesagt. Would you have his freedom? Yes, I think so. No, you know what that is? Ich bin der Deutsche, aber ich finde das nicht ganz klasse. Ja. Immer da ein bisschen herhalten. Freedom. Also ein bewegtes Gefühl, wenn ich die Menschen hier so sehe und ich sehe nicht im Ansatz irgendwelche Radikalität oder Menschen, die dann in der Tagesschau oder vielleicht auch in den Nürnberger Nachrichten so dargestellt werden, dass sie der rechten Szene zuzurechnen sind. Hier ist gar nicht, hier sind Menschen. Und da ist die politische Zunft, ganz ehrlich, ob links. Ja, das sind alles, ja. Aber glauben Sie mir, schaltet morgen Abend 18 Uhr, hallo Meinung, da platzt die Bombe. Glaubt mal, wenn ich das sage, da platzt, dann ist das kein Witz. Schaut hin. Super. Oder? Toll, oder? Super.
Schaut euch das an. Hört es euch an, ist der Hammer. Toll. Bewundernswert. Und das sind keine Verschwörungstheoretiker, die hier stehen. Ne? Sehr gerne. Das, was morgen verkündet wird, hat es mit der Jalta-Konferenz zu tun? Nein, das hat damit zu tun, dass ein unwahrscheinlicher Skandal, was die Behandlung angeht. Und dass die Herrschaften, ja, lassen Sie überraschen. Wir sind das Volk! 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 Jawohl. Ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Habe ich heute zusammengesucht. Aufgrund von Videos. Ja. Und macht darauf aufmerksam, dass ich auch jeden Polizisten, der widerrechtlich mich angeht, dass ich ihn strafrechtlich verfolgen lasse. Das ist Ihr Grundrecht. Richtig. Absolut. Ne? Und da oben steht Artikel 5 GG, heißt Grundgesetz. Genau der Punkt. Absolut. Keine Frage. Tolles Gefühl, ne? Super! Sie müssen sich mal heute früh um 8 Uhr waren, Video aus der Welt. Hab ich, kommt morgen Abend. Morgen Abend. Und wenn das so stimmt, wie dieser Professor das sagt, dann haben die Altparteien ausgeschissen. Insgesamt Robert Koch im Titel. Morgen. Hab ich mich einfach mal nicht fertig lassen. Ja. Das ist meine politische Nummer mit drauf. Danke. Ich bin auch auf Facebook. Danke. Nichts zu danken. Danke. Viel Erfolg. Ne? Ist doch ein tolles Gefühl. Habt ihr gehört? Musik. Und endlich begriffen, wir sind das Volk. Genauso schaut's aus. Sehr gerne. Das freut mich zu hören, ja. Das freut mich zu hören, ja. Sehr gerne, ja. Ja. Wir sind so einverstanden, dass das Filmmaterial weitergeht. Sie dürfen das Filmmaterial weitergeben. Geht auf YouTube-Kanäle. Sie dürfen das sehr gerne weitergeben. Das ist meine volle Überzeugung. Dabei bleibe ich. Die ist liberal und die... Fragen kann man ja. Wollen wir mal zusammen, dass wir uns jemand zusammen fotografieren? Würden Sie so freundlich sein, würden uns zusammen mal fotografieren? Nö, wir beide. Mit der Kamera von dem Herrn. Mit der Kamera von dem Herrn, ja. Nur unten drauf drin, wo der weiße Punkt ist. Sehr gerne. Lassen Sie uns gesund bleiben. Ja, auf jeden Fall. Hochgang. Ich bin gut drauf geworden. Quer oder hoch? Oder? Ist egal, so dass wir drauf sind. Dankeschön. Bleiben Sie gesund. Ja, Sie auch. Schön. Ich danke. Alles Gute. Ne? Super. Sehr gerne. Genau der Punkt. Ist genau richtig. Darf ich mal drauf? Genau. Haben wir etwas gestartet. Ich habe die Woche mit einem Professor gesprochen, das ist im Netz. Ich bin von Hallo Meinung. So, und da haben wir 2 Millionen Aufrufe gehabt. Genau das. Ich habe die freie Impfentscheidung. Und nicht, dass ich die Dinge auferlegt bekomme. Genau richtig. Tolles Bild hier, oder? Ja, sicher. Entschuldigung, die Tafel ist gedeckt, aber Sie müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, sonst kommen Sie nicht rein, oder? Danke. Ja. Oh, seit wann sagt die Polizei, das wollen wir ja alle. Seit wann sagt es die Polizei? Wir haben, dass wir sie bezahlen. Ja, nicht nur das. Toll. 3000 Menschen im Augenblick drauf. Toll. 3100 Menschen verfolgen es zurzeit, ne? Sind mit drauf hier oben, ja. Ja, oben rechts, ja. Wird das eingeblendet? Ja, hier oben. 3100. Okay. Toll. Hallo, grüß Sie. Toll, dass Sie hier sind. Ja, ne, das ist ja meine Berufung. Ja. Ne? Also jetzt, das wird auch nicht das letzte Mal sein und wir werden auch Dinge initiieren. Ja. Und morgen um 18 Uhr platzt die Bombe und dann fordern wir auf, wenn unseren Forderungen nicht Folge geleistet wird, sehen wir uns in 14 Tagen in Berlin. Und glauben Sie mir, nach dem, was morgen rauskommt, kommen 1 Million Menschen nach Berlin.
Ich glaube, sag's ihnen. Also das wird wirklich ein Knaller werden, weil es einfach ist, ist doch ein tolles Gefühl, die Menschen, die hier stehen, da hat doch niemand irgendwelche radikalen Ansichten. Das sind tolle Leute, die hier sind. Na, wir berichten doch selber. Wir berichten. Die Nürnberger Nachrichten oder andere werden sie nicht, dass die fair berichten. Na, die werden nicht fair berichten. Wohnen Sie hier neben? In Schwarzenbruck. Ach so. Ja, ja. Ja. Lassen wir uns halt fotografieren. Wenn der Herr so nett ist, würden Sie uns fotografieren? Ja, klar. Das, die Dame. Ja. Hallo, grüße Sie. Hallo. Na klar. Die Kirche im Hintergrund, ne? Ja. Super. Liebe, darf ich mit Ihnen auch ein Bild machen? Sehr gerne. Würden Sie es? Ja, okay. Foto. Auch mit der Kirche. Hm? Ja, dann würden wir. Danke. Danke. Alle Macht geht vom Volk aus. Alle Macht geht vom Volk aus. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. So schaut's aus. Sind das Volk. So schaut's aus. Ohne Wenn und Aber. Imposant. Wahnsinn. Ein bisschen nochmal Abstand halten, bitte.
Hey, Michael! Michael! Ja, die Abstandsregeln, das ist korrekt. Die sollte man einhalten, um keine Angriffsfläche zu bieten. Bitte? Wie gehören wir mit zu Ihnen? Wir haben Dinge mit veranstaltet, ja. Ja, Entschuldigung. Sonst lösen wir die Veranstaltung auf. Ja, servus. Ja, servus, Christi. Hallo. Bitte rutschen Sie nach rechts durch. Tolles, ne? Tolles Ergebnis hier, ne? Ja, lösen wir die Veranstaltung in den nächsten 10 Minuten auf. Bitte. Und, Thomas, geht's dir gut? Ich bin breit aufgegangen. Naja. Na klar. Naja. Hallo, Christi. Hallo. Nee, nicht ganz so nah, sonst müssen die auflegen. Würden Sie fotografieren? Ja. Können Sie es fotografieren? Ja, wir können ein Selfie machen. Ach so, Selfie? Klar, wo wir drauf sind. Wir alle sind gut und wir sind gar nicht mehr. Ja, du hast ja lange Arme, ja, dann geht das ja. Jawohl, alles Gute, ne? Danke. Danke. Ja, die Menschen haben das Grundgesetz in der Hand, vollkommen richtig. Das sind unsere Rechte und die lassen wir uns auch nicht entziehen. Und ich wiederhole mich, morgen um 18 Uhr Livestream, da kann ich wirklich sagen, da haben wir etwas. Ja, ich verwende ungern den Begriff, aber da platzt die Bombe. Morgen um 18 Uhr Livestream auf Hallo Meinung, Facebook und auf YouTube. Fakten, Argumente, Forderungen, die es in sich haben. Bitte gebt es weiter. Tolles Gefühl. Jung und alt vertreten, toll. Glaube wenig, hinterfrage alles, danke, denke selbst. Genauso, genauso ist es. Ne? '33, 2020, aufwachen, ja. Wer da Parallelen wegreden will, der schaut den Tatsachen nicht ins Gesicht. Genauso ist es. Nimm die Presse an dich, indoktriniere, fang in den Kindergärten, in den Schulen an. So schaut's aus. Alles, was in der Vergangenheit geglaubt habe, was nicht so ist, bestätigt sich nach und nach. Aber Hallo Meinung wird klare Kante zeigen. Und hier sollten wir uns nicht scheuen, auch den Schulterschluss aller zu suchen, die diese Dinge erkannt haben. Hallo, servus, grüßt euch. Hallo. Ich bin die Ingrid Walder. Weiß ja, genau, ja.
wir dürfen bloß nicht so nah, die haben aufgefordert, sonst müssten die auflösen. Ne? Das ist da sonst gerne, ne? Hab da keine Berührungsängste. Hallo, ne? Grüß dich. Hallo, grüßt euch. Ne? Ne? Wir dürfen ja, sonst sind die gleich da. Grüßt euch, ne? Hallo. Ne? Wir sind drauf, ja, ja. Jawohl. 4.500 Leute sind jetzt drauf. Ne? Ja, ja. Ciao. Ja, ja. Ja. Kirche Nürnberg, schaut euch das an, überwältigend. Tja, und hier ist nichts Radikales. Besonders Kinder. Deshalb fordern wir,
endlich das Wohl und den Willen unserer Kinder auch zu berücksichtigen. Wir wollen unsere Freiheit zu den Politik spricht ja immer von Lockerung. Wir gehen noch mal vor da, ja. Ja. Wir haben jetzt die kritische Masse, wo die Polizei nicht mehr eingreift. Ja, ja, ist gut, klasse. Ja, ja, große Klasse. Also bewundernswert. Darf ich kurz drauf? Mit Corona mehr Diktaturwagen, genau so ist es. Ja, 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 logisch. Das sind ja die Dinge, wo du im Grunde genommen Dinge, Zitate aus der Vergangenheit nimmst, wo die sagen, Faschist. Das ist wirklich, lass dich tot. Ich sage, das war ein Sozi, der das gesagt hat. Widerstand! 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 So schaut's aus. Widerstand! 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 Ja, so, das geht's mal für die Öffentlich-Rechtlichen. Könnt ihr euch mal anschauen, hier sind alles Menschen, die der Mitte der Gesellschaft zuzurechnen sind. Ob linksliberal, ob liberal-konservativ, spielt überhaupt keine Rolle. Alles normale Menschen, die hier stehen, die einfach sagen, jetzt ist Schluss. Wir haben keine Lust mehr, vor der Obrigkeit zu kriechen, jetzt ist Schluss. Ja, schaut euch das an, tolle Menschen hier. Ja, und glaubt mir, das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang vom Widerstand. Die Leute werden aufstehen, jetzt ist Schluss. Jetzt ist zu offensichtlich, was die mit uns vorhaben. Ist einfach zu offensichtlich. Und die Dame vor mir hat das Grundgesetz in der Hand. Ich habe mit der Vera Lengsfeld gestern telefoniert. Die ist bei uns mit dabei. Die sagt, wenn das verboten wird auf der Straße und sie werden mitgenommen, dann hat uns die DDR überholt. Wenn uns das Grundgesetz verboten wird, dann ist irgendwann mal Schluss. Ne? So, und jetzt ist die Situation erreicht. Ich sage immer wieder, ob jung, ob alt, ob linksliberal oder liberal-konservativ, jetzt heißt zusammenzustehen und nicht auseinander dividieren zu lassen. Es ist einfach toll. Ne? Ja, ja. Wir haben 3.700 Menschen, habe ich im Augenblick drauf. Wie viele sind? 3.700. Hier? Ja, ja. Nee, habe ich drauf. Die Menschen, die zuschauen im Augenblick. Ne? Und das sind alles tolle Menschen, die interessiert sind und nichts in irgendwelcher Form zu radikalen Ansichten oder gar Handlungen neigen. Darf ich mal kurz haben? Genau das ist es. Unser Grundgesetz, Artikel 20. Und das wird das sein, wo man im Endeffekt sagen muss, hütet euch, das Volk weiter zu unterdrücken. Hütet euch. Wer den Artikel 20 kennt, der weiß, alle Macht geht vom Volke aus. Und wir haben auch die Möglichkeiten, wenn die Unterdrückung, wenn die Meinungsfreiheit, wenn es zu Impfpflichten kommt, wenn wir unsere Wirtschaft mit Füßen treten, wenn wir unseren Mittelstand mit Füßen treten, wenn alte Menschen Flaschen sammeln müssen, wenn kleine Kinder, wenn Schule, wenn Bildung vernachlässigt wird, Forschung, dann haben wir alle Kraft bei uns zu sagen, Freunde, jetzt ist Schluss. Das finanzieren wir nicht mit weiter. Nochmal, völlig egal, ob linksliberal, liberal, konservativ, lasst uns wirklich zusammenstehen. Das ist mein deutlicher Aufruf. Wer hier ist, dem läuft das eiskalt den Rücken runter. Tolle Leute, Familien. Und jetzt wisst ihr, wenn irgendwo ARD, ZDF das wieder darstellen sollten, wer hier gewesen ist und dass das, wie sagen die so schön, Verschwörungstheoretiker und Rechte, hier ist überhaupt nicht. Es ist toll, das ist eine friedliche Veranstaltung. Die Menschen nehmen sich die Zeit, um einfach zu sagen, jetzt ist Schluss, wir sind das Volk. Und das ist ein ganz tolles Gefühl. Morgen Abend 18 Uhr live, nicht als Selbstdarstellung, aber da werden Dinge bekannt gegeben. Da gibt es Fakten, da gibt es Forderungen, die knallhart sind. Die Zeit dessen, wo wir sagen, so jetzt schauen wir da mal ein bisschen zu und das Rumgeplänkel, das ist ein für alle Mal dabei. Diese Erkenntnislage, die habe ich gewonnen, die haben wir gewonnen bei Hallo Meinung und deshalb werden wir wachsen. Toll. Tolle Menschen hier. Ja.
Ja, die Menschen zeigen Gesicht. Und deshalb, Zeitgesicht hört endlich auf zu sagen, das kann man nicht sagen, das geht nicht. Ja, sehr gerne, hallo, grüß Sie, hallo. Mein Schwiegervater folgt das hört sich, ja, das hört sich klasse an. Würdest du, wollt ihr mit drauf? Dass Sie, okay, ja, klasse. Ja, und wir sind das Volk. So ist es. Ja, ja. Würdest du mal weiter filmen, kurz ins zweite ein extra Bus draufgehen? Schau dir mal schnell her. Gut, danke schön. Sagt gerade der Schwiegervater, Ungarn. Ja, okay. Oh, Ungarn ist super. Nicht auf Eigennutzung, sondern einfach am Wechselschmutz. Und das ist ja auch mal was Gutes. Stell dir mal vor, unsere Verteidigung ist über die Straße und ich bin stolz auf unsere Einstellung. Wir müssen verschwunden, dass sie Politiker und wenn noch andere Partner machen, Danke dir. Ja. Tolle Menschen. Ja, das wird jetzt live übertragen. Das wird jetzt live übertragen und daher wird es hochgeladen. Naja. Ja. Ja, noch eine Stunde oder eine halbe Stunde, ja. Ja, ja. Ja. Weiß nicht, ob ihr das Gefühl so mitbekommt, aber wenn ihr live hier wärt, es ist einfach überwältigend, die Menschen, die hier sind. Es sind mehrere tausend Menschen, die friedlich hier stehen. Ganz toll, tolles Gefühl. Toll. Ja, Schutzmaßnahmen, genau. Dass man Mund halten. Ich bin auch aus der Ehemaligen DDR und bin geflüchtet. Ja, ja, du kennst es noch. Über Ungarn. Ja. Oh. Morgen Abend platzt die Bombe.
Hallo, Christa. Hallo. Gar nicht gesehen. Hallo. Wie kann eine WHO neutral und mit Kaffee arbeiten bei diesen Zahlen?
Von mir kommt gleich noch ein Statement dazu, dass morgen wie eine Bombe einschlagen wird. Das kann ich euch versprechen, das ist nicht übertrieben. Ja, man muss sich fragen, warum bekommt Bill Gates 9 Minuten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Das ist selten. Keine Verschwörungstheorien. Gleich, Thomas. Ja, Weber, kann ich mal ein Läfi machen? Ja, gerne. Ja, gerne. Meine Frau Mari, ich bin da vollkommen unbeleckt mit denen. Also, jetzt müssen wir es drehen? Ja, ja. Ich komme noch. Unterstützt journalistische Projekte weltweit. Ich bin hier. Ja, ich bin mal hier. Unabhängige Berichterstattung? Null. Gar nichts. Alles beeinflusst. Framing und mehr. Morgen platzt die Bombe. Robert-Koch-Institut, Charité, Meister Drosten, Jens Spahn. Aber gleichzeitig sorgt sich Herr Gates um die Gesundheit der Menschen weltweit und möchte deswegen erhitzen. Danke, Thomas. Unsere Regierung erklärte, eine Normalität könne es erst geben, wenn ein Impfstoff gegen Covid-19 zur Verfügung stünde. In der Zwischenzeit ist das unsere neue Normalität. Ja. So schaut's aus. Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Wir sind das Volk!
Wollen wir immer sagen, weiter so? Danke. 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 Wir lassen uns. Jetzt geht's erst richtig los. Danke. Ja. RKI. Weil wir lieber positive Begriffe verwenden als negative. Wir wissen, dass wir alle gegen diese Sachen sind. Wollen wir jetzt mal einhalten? Widerstand! 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 Ja, die Menschen wollen Freiheit. Toll. Absolut. Freiheit. Heiligkeit. 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 Ganz toll. Tja, Einigkeit, Recht und Freiheit. Unsere Maxime. Ne? Also ganz toll. Sage nochmal, lasst uns zusammenhalten. Freiheit ist das Einzige. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Toll. Zeigt mal die Schilder, die will mal. 4.000 Leute sind jetzt drauf. Das freut mich zu hören. Ne? Super. Morgen Abend 18 Uhr platzt die Bombe. Jens Spahn und RKI. Wirklich, glaubt mal. 18 Uhr morgen Abend. Livestream. Das wird morgen knallen. Mach mal, gleich. Lass erst mal singen. Freiheit. Toll. Was zählt. Genau. Dafür haben wir gekämpft. Ne? Absolut. Und das lassen wir uns nicht von so einer Politikerkaste nehmen. Mit Sicherheit nicht und auch nicht von den Medien. Super! Menschen wollen Freiheit, egal wo sie herkommen. Ganz toll. Ja, das Maß ist voll. Öffentlich-rechtlicher Politiker, schaut euch das an, das Maß ist voll. Und das fängt jetzt erst an. Toll, ne? Wir waren das Volk! 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 Wir waren das Volk. Wir waren das Volk. Ja. Bleiben Sie alle wachsam.
Jawohl! Ja, hallo. Gerne, ja, ja. Ganz tolle Menschen hier. Danke für Ihre Arbeit. Wir kommen gleich zu euch. Ja, ja. Hat's geklappt? Wir haben so viele Videos aufgenommen. Kein Thema. Na, dann nehmt eine andere Kamera. Kein Thema. Ja, ja. Würdet ihr uns mal, könnten Sie mir mal, oder ich bin der Peter, sagen wir du zueinander, würdest du filmen kurz die drei Damen, die bei uns mit dabei sind? Ja. Machen wir es noch mit fertig, ja? Herr Weber, ich bin auch schon Mitglied von Hallo Mann. Hallo. Ich freue mich, Sie heute bei hier zu sein. Das freut mich riesig, ja. Kleinen Moment, ich bin gleich für euch da. Ne? Jawohl. Würdest du mal kurz bis zum ein bisschen? Einfach halten, oder? Herr Weber, einfach halten, oder? Oh je, ich bin mir nicht sicher. Nicht sicher, ob das jetzt Nazis. Ich mich tot. Dankeschön, ganz lieb. Ich sage herzlichen Dank. Danke. Hallo. Das ist Arno. Ich habe gesagt, das ist ja schon fast so, wie wenn man Michael Jackson trifft. Ja, ja. Aber ganz ehrlich, mir ist das blöd. Aber es ist ja, weißt du was, auf der einen Seite ist es ja schön, wenn man sieht, die Arbeit fruchtet. Schlimm wäre es, wenn es irgendwo so wäre, wenn ich sage, du gehst hier durch und sag, was ist das für ein Depp? Aber du siehst, die Arbeit fruchtet. Und nochmal, ich könnte das Leben leichter haben. Die haben mir so oft eine auf die Nase gehauen. Aber, ja, klasse, das hört sie. Abrufen? Was denn? Ja, das kannst du, und zwar bei Hallo Meinung. Hallo Meinung? Ja, Hallo Meinung heißt es, ja. Ja, das ist, stimmt, da, du kriegst Montag, ich zeig, das wird eingezahlt. Bei uns gibt es nicht einen Cent, der irgendwo in den Maus geht. Ne? Kein Thema. Ne? Das meinst du? Kann ich dir geben? Ja, super. Danke dir. Jo. Lars, danke. Ne? Wünsche dir was. Klasse, dass du mit dabei bist auf den Seiten. Ne? Jawohl. Ja. Super. Ja, gerne. Es ist nicht, tut mir leid, ne? Also bitte nehmt es mir nicht übel. Bleibt gesund. Danke, Pastor. Danke, lasst uns weitermachen. Also die, jetzt geht es erst richtig los. Ja, danke euch, danke. Also das, was hier war, das ist der Anfang. Und ich sage euch eins, schaut morgen Abend um 18 Uhr rein. Ich bin das erste Mal live drauf. Morgen Abend lasse ich die Bombe platzen, was RKI und Jens Spahn angeht. Hallo Meinung, es ist auf Facebook und YouTube. Hallo Meinung. Weil morgen Abend haben wir Erkenntnisse. Wenn der noch 10 Tage im Amt ist, dann ist es viel. Glaubt mal das. Was morgen Abend platzt die Bombe. Was die mit uns, 18 Uhr bin ich live drauf. Ja, und bin kein Verschwörungstheoretiker. Keiner von uns. Was sagst du? Hallo Meinung. Hallo Meinung und YouTube. Weißt du, wir sind Menschen, keine Verschwörung, keine Ultras oder irgendwie was. Wenn ich das höre, da sind Papa mit Tochter, ihr habt selber Tochter, Enkelkinder. Entschuldige, weißt du, wenn einer mir im Leben sagen kann, pass mal auf, du bist, hast da eine Demonstration, du warst dort bei Rechten. Nie, nie. Aber heute ist es so,
wenn du heute gegen den Kurs bist, sind wir Verschwörungstheoretiker und recht. Aber sag mal ehrlich, ist das nicht toll, was für Menschen heute hier sind? Begeistert. Also ich bin sowas von gerührt. Mir sind vorhin mit Freiheit, da kommen da die Tränen. Ganz ehrlich. Die Zahnpaste geht immer rein. Ist vorbei. Absolut, so ist es. Ne? Bleibt mir gesund. Ja, wünsche euch was. Ne? Nein, ich geb Vollgas. Also, weißt du, nochmal, mir macht das einen Riesenspaß. Ja, servus. Ne? Den Herrn kenne ich nicht. Ne? Ne? Ja, sehr gerne. Machen wir. Und passen Sie bitte auf sich auf. Das mache ich ja. Ne? Gerne. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf. Ne? Ja. Wo? Ja, ja. Das wollen wir nicht. Wir wollen normal miteinander umgehen. Wenn irgendwelche Radikalität davon, möchten wir nichts zu tun haben. Ganz ehrlich. Und im Grunde genommen ist es so, die Polizisten machen bloß ihren Dienst. Es gibt welche, die schießen darüber hinaus, kein Zweifel. Aber es gibt welche, muss man wirklich sagen, die machen nichts anderes. Das sind Staatsbedienstete. Aber wenn jemand alte Leute abführt, kein Thema. Aber wenn jemand Schlägereien oder was anfangen will, ist nicht unser Ding, das wollen wir nicht. Ach, kein Thema. Ja. Widerstand! Gerne, ja. Foto. Ja, gerne. Widerstand! 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 Jetzt? Ja, super. Bleibt gesund, ne? Na, das muss nicht sein. Ganz ehrlich. Und da müssen wir auch sagen, da sagen die alle die Leute, wir gehören nicht dazu. Randale wollen wir nicht. Wir wollen ganz normal miteinander umgehen. Wir wollen unsere Meinung sagen. Aber jegliche Art von Radikalität, genau, sachlich, friedlich und seine Meinung darstellen und nichts anderes. Hallo. Das freut mich zu hören. Ja, ja. Kriegen wir auch ein Selfie? Nein, bitte. Sehr gerne. Ne? Na, du musst doch mit drauf. Ich hab's das so. Ja. Vielleicht können die Herrschaften, wenn sie freundlicherweise knipsen würden. Gibt's das? Darf ich auch nochmal mit Ihnen zusammen? Na, gerne. Ja, ja. Ja, jetzt geht neben Ihnen. Wir sind die Telegram-Gruppe Nürnberger Patrioten. Super, danke. Gerne. Ja. Danke euch. Ne? Danke. 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 Vielen Dank. Danke, danke, danke. Also, passt auf euch auf. Ne? Schön. Ne? Ja, es wird. Wir wachsen. Ne? Aber ja, es wird deutlicher. Ne? Denn was jetzt passiert, jetzt heißt es wirklich, dafür sind wir nicht so alt geworden, dass wir uns in der Form geistig enteignen lassen. Erst haben sie uns geistig enteignet, jetzt wollen sie uns materiell enteignen. Das kommt. Ja, aber jetzt ist nicht mehr der Fall. Ich wünsche euch was. Ne? Bleibt gesund. Ne? Ja, gleichfalls. Ja, das muss nicht sein, wenn jemand meint, er muss Randale anfangen. Ne? Aber das hält sich alles in Grenzen. Hallo? Hallo? Ja, bis jetzt war alles ganz toll. Die Menschen kommen zusammen. Ja. Hallo, grüße Sie. Hallo. Grüßt euch. Ja, das ist schön zu hören. Ja. 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 Hallo, grüße Sie. Jawohl. Ja. Ich bin beeindruckt, was hier passiert. Ne? Na, darum geht es nicht. Es geht um die Sache. Ja, super. Also sind wir auch da. Es geht nicht um die Person, sondern es geht um die Sache, dass wir wirklich sagen, hier werden Freiheitsrechte entzogen, hier werden bürgerliche Grundrechte entzogen. Und wir einfach sagen, nein, bis jetzt, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Ich sage Ihnen was, ja, das ist alles nur ein Konstrukt. Kennen Sie diesen Hajo Müller? Ja, ja. Also der hat Ammann, aber ich glaube, der hat schon das Wissen im Kopf. Es ist einfach, wir sind aus dem Ersten Weltkrieg raus. Ja, aber warten Sie morgen 18 Uhr, bin ich live drauf. Morgen lasse ich mit dem Gesundheitsministerium RKI und Charité Drosten die Bombe platzen. Und wenn ich sage Bombe, dann ist es kein Spiel.
dann ist das keine Verschwörungstheorien, sondern da werden Fakten hingelegt, glauben Sie mir. Morgen 18 Uhr, geht mal drauf, da wird einiges. Und wenn, ja, das wird, also lasst euch überraschen, das wird morgen Abend. Und ich bin nicht derjenige, der ein Ankündigungslöwe ist. Morgen Abend kommt was rein, da wird die Bevölkerung staunen. Staunen, und es wird sie eine Wut entwickeln, die bisher noch nie da war. Was gewesen ist, was ignoriert worden ist. Also ich bin begeistert hier. Ja, und darf ich ganz kurz die Damen? Es sind, wir haben keine Verschwörungstheoretiker hier. Wir haben auch keine, wir haben auch niemand hier, der irgendwelcher Szene zuzurechnen ist. Ich sage immer, jetzt ist die Zeit, wo wir linksliberal, liberal-konservativ wieder zusammenführen können. Egal wie. Ne, dass man wirklich sagen, besinnt euch. Wir sind hier, wir sind die Menschen, die hier leben. Wir sind das Volk. Absolut. Ja. Ja. Aber du musst das sagen, wir müssen in der kleinsten Einheit anfangen. Das ist jetzt mal Deutschland. Und darüber hinaus, wenn wir hier nicht... Genau so ist es. So ist es. Naja, dann bleibt mir gesund. Alles Gute. Danke, es geht weiter. Morgen Abend 18 Uhr, wenn ihr Lust habt, schaut mal rein. Danke, tschüss. Hallo, grüß Sie. Hallo. Und? Ich finde es erschreckend, wirklich. Ja. Also, ich bin ja auch selbstständig und wenn ich es mitkriege, wie momentan die Industrie im Bach runtergeht. Ja, aber das zeigt doch, dass die Menschen jetzt aufwachen. Also, ich glaub, heute. Der Punkt ist überschritten. Der Punkt ist überschritten. Jetzt ist, die jetzt Menge ist, im Osten und in ja. Ich glaube, der Punkt ist überschritten. Ja, die Menschen haben jetzt einfach die Schnauze voll. Aber 100%. Ich hoffe es. Also, ja. Ja, können wir bloß hoffen. Ne? Ich habe schon gedacht, wenn ich irgendwann in der Früh durch den Wald fahre, sehe ich sie irgendwann laufen, weil es ist ja die Ecke, wo ich mit dem Hund immer genau, bin. Genau, ich auch. Ja, ja. Also ciao, tschüss. Ne? Gute Zeit. Danke, ciao. Genau. Und so schaut's aus. Ne? Und keine Zwänge. Ja. Ja. Wer das möchte, kann das gerne tun. Ist überhaupt kein Thema. Ich habe die Woche eine große Sendung gehabt mit einem Arzt und Physiker, Thema Impfen. Das ist der Andreas Diemer. Diemer, der hat 300 Ärzte und Wissenschaftler, also keine Verschwörungstheoretiker und keine Professoren mit Zahlen. Denn ich kann, Menschen kann ich nicht in Zahlen aufwiegen. Was wir im Augenblick hören, es sind die Verhältnismäßigkeit, so viel Tote, das und der Mensch ist entscheidend. Und da ist das entscheidend, was hier steht, freie Impfentscheidung. Und das ist die deutsche Gesellschaft, die sich darum kümmert, für die freie Impfentscheidung. Dass die Impfstoffe erstmal geprüft werden müssen. Und alles, was jetzt auf dem Markt ist, was glaubt ihr? Ja, so schaut's aus. Was glaubt ihr, da wird ein... Kennen Sie den Dr. Dietrich Klinger? Kennen wir, ja, ja. Covid-19 und wir müssen so schnell wie möglich müssen wir einen Impfstoff haben. Ja, was meint ihr, wer trägt denn die Langzeitfolgen aus? Wenn wir die russische Grippe nehmen, 2009, 2010, da sollte die Regierung einen amerikanischen Impfstoff kriegen mit weniger Nebenwirkungen als die Bevölkerung. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, das ist Fakt. Absolut. Naja, ja. Hallo, grüß Sie. Ja, der bin ich, ja. Ne? Dankeschön, ja. Ja, ja. Nee, hier geht es einfach darum, ich finde das Weltklasse, und wo die vorhin gesungen, Freiheit, da kommen da die Tränen. Endlich wachen die Menschen auf. Und ganz ehrlich, ich habe hier keinen Nazi, ich habe hier keinen Radikalen gesehen. Alles normale Menschen. Ne? Ja. Also da ist, hallo, grüß Sie. Ne? Also da ist nichts dabei. Ja. Und wie gesagt, ich habe alles gefilmt, da können wir mal das Öffentlich-Rechtliche, was die wieder darstellen. Ist so. Bleibt gesund, alles Gute. Ja, ne? Lasst uns aufstehen. Wir sind eine Menschenfamilie. So ist es, absolut. Kenne ich ja. Ja, ja, absolut. Nee, das ist genau das Ding. Und dieses Auseinanderdividieren, das hat bis jetzt geklappt, dass man gesagt hat, wir bringen die auseinander, wir haben Ablenkungsmanöver. Und die haben sich mit dem Corona, die haben gedacht, das ist irgendwo die Rettung über die Unzulänglichkeiten. Und jetzt wird es ihr Verhängnis werden, hundertprozentig. Denn das täuscht nicht über den Mist, der vorher schon gelaufen ist. Die ganze Indoktrination, ob jung und alt, ne? Bleibt gesund. Ne? Ciao, ciao. Bleibt gesund. Ne? Alles Gute. Danke. Tja. Tolles Gefühl. Ja, schön zu erleben, wie die Menschen aufstehen. So, jetzt drehe ich mal. Jetzt ist meine Visage zu sehen. Ja, ich habe ja angekündigt, morgen um 18 Uhr.
habe ich was zu sagen. Und sonntags hat es ja, ich war noch nie sonntags live, kam mir nie in den Sinn. Nee, war ich noch nicht. Morgen um 18 Uhr, ganzen Tag wird es angekündigt. Es wird auf Facebook sein, es wird auf unserem YouTube, also Hallo Meinung Facebook, Hallo Meinung YouTube. Und es wird einschlagen. Also das ist nicht so, dass man sagt, ach, das haben wir schon gehört und das ist seicht und ach Gott, was fangen wir denn damit an? Damit können wir das anfangen, dass wir eine Forderung stellen können, die von durchschlagendem Wert und Erfolg sein wird. Denn das ist erst der Beginn dessen, dass wir sagen, so jetzt ist Schluss mit dem, wenn ihr meint, ihr könnt mit uns machen, was ihr wollt. Und wir lassen uns unterdrücken. Und im Zusammenspiel, ja, ich muss es so sagen, im Zusammenspiel Politik, Geldwesen, ist nun mal der Fall, es ist keine Verschwörungstheorie, und Medien, dieses Zusammenspielen, weil die Medien sich in wenigen Händen befinden und die natürlich das berichten und schreiben, was sie alle in dieser Kaste am Leben hält. Ja, und die Ameischen, wie es gesagt wurde von dem, der das kommentiert hat, dem Meister, die Wirrköpfe. Na, freilich, die Wirrköpfe, wir sind alle so blöd. So, und es gibt wenige, die das oben verstehen. Das heißt also, nee, die Wirrköpfe, die verstehen es nicht. Und oben die Kaste, die macht mit uns, was sie will. Aber das ist vorbei. Das ist vorbei. Das wird es nicht mehr geben. Ich bitte euch morgen um 18 Uhr. Ich bin live drauf und glaubt mir, es wird etwas werden. Im Übrigen ist vor mir, was habe ich hier, das sogenannte Bayerische Heimatministerium. Da ist unser Herr Söder auch immer, naja, meistens nicht. Der sitzt in München oder sitzt irgendwo in einem Fernsehsender oder einem Radiosender, wo er was zu erzählen hat. Ne? Und dann ist, Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Eindruck vermitteln. Mehrere tausend Menschen in Nürnberg an der Lorenzkirche. Eine friedliche Veranstaltung. Zum Schluss ist das Lied gesungen worden, Freiheit. Ja, und da geht es dann durch und durch. Denn unsere Freiheitsrechte lassen wir uns nicht nehmen. In dem Sinne, freue mich, wenn ihr morgen dabei seid. Bitte sagt auch den Freunden von euch Bescheid. Ich habe morgen was zu erzählen. Und das wird von einer Tragweite sein. Da werden viele überrascht sein. Also, ich wünsche euch was, bleibt gesund bis morgen. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich bezeichne mich als liberal-konservativ. Und nochmal, mein Wunsch ist es, lasst uns Linksliberale und Liberal-Konservative zusammengehen. Denn wenn wir jetzt zusammenhalten, können wir Dinge ändern. Dann können wir dafür sorgen, dass andere Menschen an den Positionen sitzen, die wieder das Kontakt zum Volk haben und nicht total verloren haben. Und Menschen sitzen, die wissen, das, was sie tun, die schon in den entsprechenden Bereichen schon mal gearbeitet haben. Nicht, dass Leute hingesetzt werden, die von dem Ministerium, von dem sie vorstehen, überhaupt keine Ahnung haben. Und vor allem geht es mal darum, ich möchte Haftungsverhältnisse haben. Es geht nicht, dass hier Dinge angerichtet werden, keinerlei Haftungsverhältnisse. Und das ist ein Aspekt, den hat jeder von uns, die meisten Menschen. Wenn du Arbeiter bist, hast du ein Haftungsverhältnis. Wenn du Angestellter bist, auch im Beamtenbereich hast du Haftungsverhältnisse. Egal, was für eine Form von Selbstständigkeit du betreibst, du hast Haftungsverhältnisse. Aber in der Politik ist das einzige Haftungsverhältnis, ich ziehe meine Konsequenz und trete von meinem Amt zurück. Mit dem Ergebnis, dass sie irgendwo anders im Ministerium verschwinden, dass sie ihre Gelder weiterkriegen, dass sie ihre Pension kriegen. Also, bis morgen 18 Uhr. Glaubt mir, es wird spannend. Euer Peter. Danke fürs Zuhören.